3. Oktober 2022, Panama City. Wir sind bepackt hier mit unserem Handgepäck. Und wohin geht's, Daniel? Nach Istanbul. Es geht weiter von Panama City direkt nach Istanbul. Ja, ja. Und wir freuen uns auf diesen Flug, weil er ziemlich außergewöhnlich ist, hier von Lateinamerika in die Türkei. Und Turkish Airlines hat einen super Service, ne? Werbung für Turkish Airlines. Ja, die sind aber sie sind gut. Muss man sagen. Sie sind gut, ja. Ich freue mich. So, wir sind jetzt hier am Flughafen Tocumen in Panama und um es nett auszuschütten, hier ist es ziemlich lustig, oder? alle Details gibt es dann bei dem Gläschen Wein. So, wir sind da nach nur 11,5 Stunden von Lateinamerika in die Türkei. Türkei! Jetzt geht's auf dem direkten Weg nach Taksim Beyoğlu und ja, der Transfer ist richtig schön. Gemütlich, ne? Wir werden hier königlich abgeholt. Sehr komfortabel. Das ist Istanbul, das muss man echt so sagen. Programm. Oktober 2022. Ich treffe mich mit meinem Herzensmenschen Delia jedes Jahr, ne? Jedes Jahr treffen wir uns in Istanbul. Hallo. Ja. Und verbringen jetzt einfach die Zeit. Die gemeinsame Zeit ist wertvoll zum Leben, oder? Gemeinsam Zeit zu verbringen. Nach einem wunderschönen Mittag mit Delia geht es jetzt heute. Hallo, nochmal. C'était la troisième. Je connaissais Istanbul. La ville inoubliable de mes amours. On s'est promis. Elle m'attendra. Istanbul. Oktober 2022, Tag 3 schon hier in Istanbul. Wir sind gerade in Bakırköy, da wo die Einheimischen sind. Hier sind fast keine Touristen. Nur wir. Ja, dafür ist es auch ein bisschen günstiger als in der Altstadt.